Sonja und Florian Meislinger sind seit 2 Jahren verheiratet und haben 2020 mit der Sanierung ihres 1980 erbauten Hauses von Sonjas Eltern begonnen. Zur Unterstützung holten sich die beiden die Energieberatung der Salzburger AG zur Seite. Wir können uns auf jeden Fall sehr weiterempfehlen. Die Herrschaften sind alle sehr zuvorkommend. Die helfen einem wirklich in jedem Punkt. Wir haben auch bei der Sanierungsförderung, was wir eben vor kurzem fertiggestellt haben, weil da hat man jetzt 18 Monate hat man da Zeit. Und nein, man kann es einfach nur empfehlen, dass man sich da informiert und dass man sich da wirklich mit den Herrschaften oder mit den Damen da in Verbindung setzt, weil die helfen einem wirklich. Die Außenwände wurden mit Steinwolle und das Dach bzw. der neue Dachstuhl mit Zellulose gedämmt. Diese ist diffusionsoffen sowie wasserabweisend und trägt zu einem guten Feuchteschutz bei. Auch die Fenster wurden im kompletten Haus getauscht. Naja, nach 40 Jahren wird halt einmal ein Kunststofffenster, kommt so ans Limit von der Lebenszeit. Natürlich hat man dann gesagt, okay, das ist mal eins von den Sachen, was wir tauschen müssen. Ist so, Gott sei Dank haben wir es früher noch nicht ausgesprochen, weil sonst hätten wir gesagt, vielleicht okay, lassen wir es drin oder nicht. So haben wir wenigstens sagen können, nein, wir machen alles gleich. Die alten Heizkörper im Haus wurden abmontiert und auch in Sachen Installation wurde alles neu gemacht. Die Grundheizung selber ist geblieben, wir haben Stückgut. Und auf dem Nebengebäude noch eine Solaranlage. Dann die zwei Grundsachen sind geblieben, aber sonst der ganze Heizungsverteiler, die Fußbodenheizung haben wir jetzt überall, ist alles neu gekommen. Nachhaltigkeit und Energieeffizienz sind den beiden Hausbesitzern sehr wichtig. Wir haben durch die Liegenschaft mit dem Stallgebäude auch nebenbei, durch einen relativen Stromverbrauch auch dabei. Und da sind wir dann drauf gekommen durch einen Bekannten, okay, wäre eine PV-Anlage auch nicht schlecht. So können wir bei uns ist die eben Ost-West ausgerichtet. Dadurch können wir einfach bei uns, sobald die Sonne über den Hansberg drüber kommt, können wir die Sonnenenergie komplett nutzen und für uns den Strom so sehr gut beziehen und unseren Nutzen daraus ziehen. Obwohl Sonja und Florian erst seit Dezember in ihrem Haus wohnen, lassen sich schon einige Erfolgserlebnisse verzeichnen. Und durch die Isolierung außen, wir sehen es unten bei unserer Stückgutheizung vom Holz, wir brauchen weniger Holz. Wir haben früher am Tag zweimal mindestens eingeheizt. Und da ist aber der erste Stock noch nicht wirklich viel geheizt worden. Und jetzt, wo eigentlich das ganze Haus permanent geheizt wird, wir heizen am Tag oder alle 2 Tage einmal ein. Auch die PV-Anlage zahlt sich jetzt schon aus. Die Sonne, die Energie, was wir oberbekommen durch die PV-Anlage, verbrauchen wir gerade entweder komplett selber oder wir speisen sogar ins Netz ein. Energieeffizient und nachhaltig. Das Haus von Sonja und Florian erstrahlt nach der Sanierung in neuem Glanz. Wenn Sie Infos rund um den Energieausweis oder Energiespartipps möchten, dann klicken Sie gerne auf www.salzburg-ag.at/energieberatung.